Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel, nämlich Call of Duty Black Ops, die Singleplayer-Kampagne. Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert, weil jetzt Battlefield 3 und parallel Call of Duty auf mich einprasseln, dann auch noch League of Legends aufnehmen und, aber ich will mich jetzt auf jeden Fall sofort ranmachen. Gestern hat es noch runtergeladen, diese 2x24 GB waren dann doch ein bisschen kritisch. Ich habe jetzt hier schon mal kurz reingeguckt, um hier die ganzen Einstellungen zu verbessern. Also nicht wundern, dass ich hier schon ein paar Sachen freigeschaltet habe. Ich habe die Kampagne schon mal kurz gestartet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal eine neue Kampagne auf Söldner. Und ja, viel Spaß dabei. Es war eine andere Zeit, ein anderer Gegner. 60 Mann aus den besten Einheiten wurden geschickt, um sich 500 Gegnern zu stellen. Ihr Ziel war es, den Feind von einem Krankenhaus zu vertreiben und die Patienten zu retten. Drei Tage hielten sie durch, aber der Feind war zahlenmäßig einfach überlegen. Aus den 60 wurden 15. Noch eine Nacht würden sie nicht schaffen, und der Feind wusste das. Im Schutz der Dunkelheit evakuierten sie das Krankenhaus, schickten nur einen, um sie anzuführen. Der Rest kehrte zurück und bezog unter den Leichen ihrer gefallenen Kameraden Stellung. Da lagen sie und warteten, überströmt vom Blut der Gefallenen. Der Sand klebte an ihnen wie ein Schleier. Er veränderte sie, läuterte sie. Als der Feind kam, erhoben sich die letzten 14 aus dem Wüstensand. Sie waren unsichtbare Jäger, und gegen ihre Tarnung konnte niemand etwas ausrichten. Als ihnen die Munition ausging, benutzten sie ihre Klingen. Und als die Klingen stumpf waren, benutzten sie ihre Hände. Als sie Staub und Sand gelegt hatten, war nur ein einziger Feind übrig. Er wurde in der Wüste gefunden, ziellos umherwandernd, traumatisiert. Er warnte die anderen vor einer so gefährlichen, unschlagbaren Macht, dass man sie für übernatürlich hielt. Er nannte sie Ghosts, Geister. Das ist wirklich passiert? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Ja, dann auf geht's. Ab, in the way. So, ich bin also Logan Walker. Warum wird das bei solchen Dingern immer durchgedreht? Soll nicht selten sein in San Diego, ne? Westküste, USA. Von denen kommen noch ein paar, was sich alles beruhigt. Der Wind wird. Na, schauen wir mal. Wow. Seit wann brennt's denn bei Erdbeben eigentlich? Dahin ist Feuer. Alter. Es ist Odin. Jetzt raus, Jungs. Los. Was ist Odin, Mann? What? Was redest du denn da? Vor allem geht im Haus und bleibt da. Geht zum Zwang. Aber der soll da uns. Alter. Komm, Logan. Ja, bin doch schon da, Mann. Alles klar, Mann! Lass mich jetzt aus! Wovon zur Hölle hat der gesprochen? Was ist Odin? Komm schon! Keine Ahnung, Mann. Wow! Wir werden nicht sterben. Komm! Ja, nee. Okay. Drei, ja, komm. Okay. Bin ich jetzt schon im Himmel? Odin-Kontrolle. Ping der Orbitalwaffe erfolgt.
erfolgreich. Roger Mosley. Ach. Das ist Odin. Alles klar, Mann. Alter. Schau das krass aus. Hallo Erde. Cross. Weltall. Dann ist Odin also eine Orbitalwaffe. Das ist natürlich ungünstig, wenn die auf unser hübsches San Diego abgefeuert wird. So, Rainer. Hui. Starte Druckausgleich. Ja, mach mal. Wie lange ist das her? 3 Monate? Ah, das heißt, wir werden jetzt abgeholt. Das ist cool. Aber irgendwie sagt mir das, wenn das Ding feuert, irgendwas schiefgehen muss. So sehr ich jetzt auch nicht irgendwie was versauen will, aber ich glaube... Wow, 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 wow! Ich hab's gewusst, ey. Alter! Scheiße! Natürlich haben wir keine Waffen. Ist ja klar. Ist klar. Scheiße. Flieg. Flieg. Schneller. Komm. Bam. Spratzel. Scheiße. Dann gehen wir da mal schnell hin. Ah, oh, der Burstfire-Modus. Scheiße, ich dachte, das Ding schießt so. Ja, gib mal hier mal vollautomatisch. Motherfucker! Scheiße. Scheiße, Meiße. Flieg! Komm schon, wir müssen das Ding abstellen. Alter! Odin Kontrolle, wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Tut mir leid, Mosley. Baker, wir müssen uns sputen. Alle in einem sicheren Bereich. Das Lager ist verstärkt. Mir nach. Ja, wie? Das heißt, wir gehen drauf, oder was? Druckabfall! Aua, 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 aua! Da kommt noch ein Typ! Vorsicht! Ah! Fuck! Heilige Scheiße! Verstanden, Mosley! Odin visiert Ladungen 3 und 4 nicht mehr an! Lebt er noch? Stirb, Lutscher! Ziel erfasst! San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC! Wir sind noch nicht fertig, Baker! Wir müssen so Odin unterstören. Na dann, go, go. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Akku oder Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versinken dieses Ding im Ozean. Na, hoffentlich. Und Landung. Hilfe, das Surfen. Ja, komm, mal auf. Abdeckung aufgelassen. Zünden Sie diese Treibstoffleitungen. Du hast ihn gehört, Baker. Feuer. Feuer? Wir sind da direkt dran, Mann. Why? Eh schon drauf geschissen. Ja, go, go, Feuer. Nein, Mosley! Shit, die ist hinüber. Wir haben Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren. Wiederhole, Kontakt zur Odin-Kontrolle verloren.
Alter! Oh oh, Atmosphäreneintritt. Shit! Ich glaube, das war's mit Baker. Damn! What the? Alter! Ey, ist das Impulsteile oder was? Mama! Ja. Ja, lauf, Schlappe! Aua! Aua! Ja, klar, da macht gleich mal ein Haus einen Abgang. Na sicher! Lass mich da rein! Ja, ich sprint doch schon! Komm, lauf! Ja! Flitz, du Luder! Ja, überall rumpelt's, natürlich. Scheiße! Immerhin haben sie beiden überlebt, Mann. Papa und Bruder sind noch gesund. Alter, noch spektakulärer kann man so ein Spiel auch nicht starten, oder? Alter! Schlagen erst mal ein paar 50.000 Odin-Raketen ein. Fuck, Mann. Es waren ja im All nur gefühlte 50 Sekunden, bis wir das da kaputt hatten. Anscheinend haben die noch ein paar Mal öfters geschossen. Der Aufstieg der Föderation zur Macht begann bereits vor Jahren. Als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden, brachen die von ihnen abhängigen Weltmächte zusammen. Die Föderation erhob sich aus ihren Trümmern. Die Föderation hat ganz Südamerika unter einer Flagge vereinigt. Und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Sie dachten, wir wären schwach. Eine leichte Beute. Wir kämpften. Das ist auch gut, sodass wir ein blutiges Patt erreichten. Und hier, jenseits der Krater des Niemandslands, führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Alter, krass. Ja, das heißt, wir werden jetzt hier so in den Trümmern der USA kämpfen. Na geil. Hey, der Wauwau. Ich dachte, du kannst den Schlaf brauchen. Ruhig, Junge. Hör zu. Hey, Riley hat was entdeckt. Schnapp dir deine Sachen los. Gut, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Und schauen uns das dann im zweiten Teil an. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.